Hallo zurück zu Friede, Freude, Smartphone. Das hier ist Ihr iPhone-Kurs. Das heißt, das ist der Kurs fürs iPhone. Fürs Android habe ich einen anderen Kurs. Und hier oben, da ist so ein kleines i, da geht es zum Kurs für Android-Smartphones. Wir machen weiter für das iPhone und heute machen wir die Aufgabe 21. A, mache ein Foto. B, drehe ein Video. Fotografieren mit einem iPhone ist total einfach. Alles, was Sie machen müssen, ist die App Kamera öffnen. Ich tippe also hier auf meine App Kamera. Man kann eigentlich sofort losfotografieren. Hier auf Ihrem Bildschirm haben Sie zum einen diesen weißen großen Punkt, das ist Ihr Auslöser. Und hier über dem Auslöser, da steht schon Foto. Das heißt, wenn ich jetzt hier abdrücke, mache ich ein Foto. Ich mache das mal, ich fotografiere einfach den Tisch. Ein Foto gemacht. Das iPhone hat aber auch noch andere Möglichkeiten. Ich schiebe hier einfach mal nach rechts. Als nächstes kommt hier Video. Mein Auslöser wird jetzt ein roter Punkt und so mache ich ein Video. Als nächstes kommt Slow Motion, das heißt, hier mache ich ein Video mit extrem langsamen Bewegungen und danach kommt Zeitraffer, das ist das Gegenteil. Das ist ein Video mit ganz schneller Bewegung. Jetzt gehe ich noch zurück auf die andere Seite. Hier kommt für mich Porträt. Das haben nicht alle iPhones, das haben nur die iPhones, die hier hinten zwei Kameras haben. Was ist ein Porträt? Beim Porträt werden beide Kameras genutzt und das macht schon sehr schöne Bilder. Als nächstes habe ich Quadrat. Hier wird einfach ein quadratisches Bild gemacht. Und dann kommt noch Pano. Was ist eine Panoramaaufnahme? In einer Panoramaaufnahme kann ich quasi einen ganzen Schwenk über eine Landschaft auf ein Foto pressen. Wie mache ich das? Sie halten Ihr iPhone hochkant. Sie gehen dahin, wo Sie anfangen möchten, tippen jetzt auf Ihren Auslöser und jetzt müssen Sie langsam das iPhone über die ganze Breite schwenken. Und wenn Sie am Ende sind, dann drücken Sie erneut auf den Auslöser. Und so sieht eine Panoramaaufnahme aus. Ich gehe hier zurück auf Video. Ich wollte Ihnen noch zeigen, wie machen Sie ein Video. Wenn ich ein Video mache, wird mein Auslöser rot. Ich mache ein Video vom Tisch. Ich tippe auf den Auslöser. Und jetzt habe ich hier oben auf meinem Bildschirm eine Zeitanzeige und sehe, wie die Sekunden weiterzählen. Der Auslöser ist jetzt ein rotes Quadrat und wenn ich erneut auf diesen Auslöser tippe, dann stoppe ich mein Video wieder. Ja, und so machen Sie ein Video. Damit Sie nicht vergessen, wo Sie hier auf Video stellen müssen, gibt es hier auf Ihrem Bildschirm zwei einen Aufkleber. Und diesen Aufkleber Video, den klebe ich mir hier auf meinen zweiten Bildschirm. Und damit weiß ich, wo ich schieben muss, um auf Video zu wechseln. In Ihren Fotoalben erkennen Sie ein Video anhand der Zeiteinblendung im Bild. Ein Foto hat natürlich keine Zeiteinblendung und so wissen Sie, aha, das hier ist ein Video, das ist ein Foto. In unserem nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein Foto wieder löschen. Bis dahin, tschüss!